ist hier Licht an. Was für ein Scheißtag. Oh. Na, wir haben uns ja länger nicht gesehen. Ja, ist eine Weile her. Was? Warum hast du denn da so einen Mundschutz, so eine komische Mundschutzmaske? Ach so, Corona-Maske, wieso? Hä? Ja, damit ich keine anderen ansteck. Ja, aber das muss man doch nicht hier drin tragen, sondern nur da draußen und auch nur in Supermärkten und Bussen. Dein Ernst? Was denn? Man braucht also drin keine Maske, sagst du? Ja, das meine ich. Ja, da hast du recht. Okay. Ja, komm, du merkst es nicht. Egal. Was gibt's? Naja, jedenfalls habe ich was für dich. Ach so, ja. Okay. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja mal gespannt, ob da nicht wieder alles doppelt ist, ne? Was? Ja, du hast ja auch den einen oder anderen Film. Ja, dann mal. Na, hier. Tja. Dass das immer so knallen muss. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ich nehme das Paket auch an. Was? Ja, weil da steht Mystery drauf. Ja, andere Pakete kann man ja nicht annehmen. Hä? Ja, ist ein Insider, verstehst du nicht. Hä? Ja, leg da hin, ich muss mich aber ausruhen. Ja, ich stell's ab. Moment. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss und viel Spaß damit. Okay, es macht mich dann doch neugierig. Ja. Dann wollen wir das mal auspacken. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery. Nochmal. Go. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery-Paket. Der gute Stefan hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, er hat ein paar Filme aussortiert, die er gerne abgeben möchte. Ich habe ihm daraufhin geschrieben, verkauf sie doch lieber. Ja. Mach lieber ein bisschen Geld damit. Und ja, ich werde wahrscheinlich wieder alles doppelt haben. Ne? Aber er hat gesagt, nein. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht, das Paket, muss ich dazu sagen. Er hat gesagt, nein. Bevor ich da irgendwie nur ein absolutes Nein irgendwo bekomme, möchte ich dir damit eine Freude machen. Und was dann eben doppelt ist, ja, das kannst du dann ja verkaufen, weggeben, wie auch immer, bla bla. Ne? So, und ich habe gesagt, ja gut, okay. Dann machen wir das. So, und dann wollen wir mal gucken, was da jetzt drin ist. Also, Moment, hier muss ich die Länge nachschneiden. Oh, okay. Mal los. Vermutlich wird sich dann über dieses Paket mehr mein Vater freuen als ich. Ich weiß es natürlich nicht, ich lasse mich natürlich überraschen. Und ich kriege dieses scheiß fucking Tesa jetzt hier nicht durchgeschnitten, weil dieses Messer natürlich jetzt schon 10 Jahre im Betrieb ist hier halbwegs, ja übertrieben gesagt, ne? Aber es ist langsam vielleicht ein bisschen stumpf, naja. So, ich vermute mal vom Gewicht her,
Es wird ein Karton im Karton sein. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt sehen. Stoße ich direkt in die Kamera. Ja, da muss ich den Karton ein bisschen zurückziehen. So, jetzt. Ja, ein bisschen besser ist es. Wenn es ruckelt, tut mir leid. So, da könnt ihr sehen, ist erstmal so ein bisschen Verpackungsmaterial. Ein bisschen ist gut. Ah ja, nee, das liegt alles so offen da drin, denn werde ich jetzt mal zur Seite stellen und dann so immer so hingreifen. Ja, jetzt könnt ihr das ein bisschen sehen. Ja, hier liegt auch irgendwo, was ist das hier, ein Brief. Da gucken wir doch mal auf den Brief, ob ich ihn überhaupt vorlesen darf. Oder ob das jetzt nur an mich gerichtet ist. Da komm, geh auf. So. Steht nichts von nicht vorlesen. Hallo Tommy, auf diesem Weg wollte ich dir ein paar Sachen zukommen lassen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Mach weiter so und bleib wie du bist. PS, die Filme in den Blu-ray-Hüllen sind nur mit O-Ton. Genauso wie Venom. Viel Spaß damit, liebe Grüße Stefan. Ja, ob ich da jetzt Spaß mit habe mit Filmen, die ich nur im O-Ton habe? Ja, da haben wir wieder den Punkt, ne? Deswegen, Leute, hört auf, mir Pakete zu schicken. Es macht keinen Sinn. Ja, ich bin jetzt kein Hardcore-Sammler, aber wenn ich denn schon sammle, dann mit Herz und dann möchte ich auch einfach die offizielle deutsche Originalfassung von einem Film haben. Und mit dem Inhalt, der in die Hülle gehört. Und Originaltonfilme, die es eh in Deutsch gibt, da brauche ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich mich jetzt hier beschwere, ja, aber es ist so. Wie geht's euch denn damit? Ja, gut, wenn es jetzt Filme sind, die es nicht in Deutsch gibt. Gar nicht in Deutsch gibt. Filme, die noch kein Mensch gesehen hat, der nur deutsche Filme schaut, deutsche synchronisierte Filme schaut, deutsche Release-Filme schaut, dann ist das was anderes. Ja? Da hole ich mir selbst einiges in Englisch, weil es die einfach nicht in Deutsch gibt, die Dinger. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja? Aber irgendein Film, keine Ahnung, was weiß ich, Independence Day oder was, in Originalton. Ja, was soll ich damit? Und die Dinger werde ich auch nicht los. Damit kann ich noch nicht mal meinem Vater eine Freude machen. Der kriegt die auch nicht los, die Teile. Das ist Müll. Das landet auf dem Müll. Also bei mir natürlich nicht. Ich schmeiße es nicht in den Müll. Es kommt in einen Karton und dann biete ich es irgendwann zum Verkauf an und das bleibt da drauf sitzen. Ist so. Keine Sau will Originaltonfilme haben. Ist einfach so. Ne? Ja, dann gibt man es dem Slane. Ne? Das ist ja hier die Müllhalde von YouTube. Ja, so fühlt sich das manchmal an. Das ist nicht böse gemeint, Stefan. Nicht gegen dich jetzt gerichtet oder so. Nimm es bitte nicht persönlich, ja. Aber es macht keinen Sinn. So, weiter. Sorry, was vergessen. Hoffe, die Onkels-CDs funktionieren noch. Musst du ausprobieren. Wir gucken mal rein. Wir gucken einfach mal rein. Es geht los mit einer CD ohne irgendwas. Nur mit einem EMP-Aufkleber. Was soll ich damit, Stefan? Was soll ich damit? Was ist das überhaupt für eine CD? Ich will den Aufkleber hier wegtun. Ja, hier diesen Otto-Katalog-Aufkleber, ne? Ja, ist eine Onkel-CD. Zum Glück habe ich die schon. So, weiter. Haribo, Colorado. Ja, mag ich eigentlich ganz gerne so Haribo-Kram, aber derzeit versuche ich wirklich weniger zu essen. Ich kaufe mir schon Kichererbsen-Chips mit 50% weniger. 60%? 50% mit einigen Prozent weniger Fett. Ja, ich muss auch mal sehen, dass ich nicht mehr aussehe wie Drachenlord, Mensch. Aber Dankeschön, ich werde mir die trotzdem reinrendern. Ja, gut, dann haben wir hier ein Onkelsbuch. Nichts ist für die Ewigkeit, wieder eins Magazin. Keine Ahnung, ich habe da einiges von den Onkels mittlerweile. Das hier ist sogar verschweißt. Vielen lieben Dank dafür. Das ist toll, da freue ich mich. Ja, das, ich glaube, ich habe das nicht. Ich habe da irgendwas, das ist auch so dunkel. Muss ich gleich mal in meinem Regal gucken. Wenn ich das schon haben sollte, ja, dann wird es ausgetauscht. Denn das hier ist jetzt nicht, wie soll man denn jetzt, es ist halt neuer, neuwertiger. Ne? Ist ja noch verschweißt sogar. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich. So, das ist lieb. So, dann haben wir hier, ja, Böse fürs Leben. Onkelsbecher, vermutlich von irgendeinem Konzert, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer da schon alles draus getrunken hat. Aber danke schön, das ist ein Plastikbecher. Plastikbecher kann man immer brauchen, weil wenn die runterfallen, dann, ja. Dann gehen die nicht kaputt wie ein Glas. So, dann haben wir hier noch ein bisschen geknödelt. Dann kommen wir doch direkt mal, oh, hier ist noch ein Lolli. Mit, ja, wenigstens mit Plastikstiel. Kennt ihr diese Lollis? Gibt es hier eigentlich noch? Was ist das hier? Mauer, okay. Mit Holz, was ist das überhaupt, Holz? Oder ist das so ein gepresste Faserpappenscheiß? Wer isst diese Lollis? Ja, wo du beim Lutschen irgendwann die ganzen scheiß weißen Fasern im Maul hast. Wer hat sich das überhaupt mal ausgedacht? Aber gut. Ich will ja nur am Meckern. Noch ein Mauer. So, gucken wir jetzt mal zu den Blu-Rays, damit wir die hinter uns haben. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst. So, gucken wir mal.
Da haben wir als erstes, das ist aber keine Blu-ray, doch, das ist eine Blu-ray, Schindlers Liste. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht, ja, aber, nee, hier steht auch alles in Deutsch drauf und da ist jetzt die englische Blu-ray drin, oder wie muss ich das verstehen? Der stand ja im Schreiben, wir schauen nochmal nach, damit ich dir keinen Käse erzähle. Die Filme in den Blu-ray-Hüllen sind nur mit O-Ton. Wie geht das auf? Das ist ein Mediabook, ne? Muss ich dann jetzt hier drücken? Achso, da steckt ihr nur ein wenig fest. Okay. Ja, Bonus-Disc ist also mit einem deutschen FSK-12-Zeichen. Die normale Blu-ray auch mit einem deutschen FSK-12-Zeichen. Also scheint der in Deutsch zu sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber danke, den hatte ich nämlich noch nicht. Ich habe den auf DVD mal gehabt, aber irgendwie finde ich den nicht wieder. Keine Ahnung, kennt ihr das? Ich bin ja nur noch zweimal umgezogen, muss ich dazu sagen. Ne? Also von daher. So, dann. Ach ja, okay. Ja, das ist doch. Leute, was warum? Was soll ich denn damit? Guckt euch die Scheiße an. Filme einfach nur nackt in Hüllen. Wo hast du den Scheiß denn her? Was haben wir denn da? Big Friendly Giant. Hier, BFG. Habe ich noch gar nicht gesehen, den Film. Ja, ist halt angepasste. Ist das nicht sogar von Disney? Ich habe keine Ahnung. Ist irgendwie so angepassten Spielberg-Quatsch da. Stell ich das jetzt überhaupt hin. Dann haben wir hier Iron Man 3, habe ich zum Glück eh schon in Deutsch. Gut, dann haben wir hier The Mechanic, habe ich eh schon in Deutsch. Gut, alles gut. So, dann haben wir hier Hulk, der Incredible Hulk oder der andere Hulk. Der Incredible Hulk habe ich auch schon in Deutsch. Alles gut. Dann haben wir hier Le Miserable, Scheißfilm, ist nicht mein Ding, weiß ich nicht. Trotz Liam Neeson hat mich der nie gekickt. Dann haben wir hier Desperado, was für ein Desperado? Weiß keine Sau. Hier, Desperado, ist das der mit Banderas oder ist das irgendein Western, der auch so heißt? Kann auch sein, der ist ab 18. Ich gehe mal davon aus, das ist der mit Banderas, den habe ich aber schon auf DVD zwar, aber egal. So, dann haben wir hier Venom 4K H Ultra, kann ich eh nicht abspielen, 4K, aber es wird ja wahrscheinlich auch die normale Blu-ray dabei sein. Und ja, er ist in Englisch. Ja, das Ding ist halt, kann ich halt nicht gebrauchen, es gibt ihn in Deutsch und abgesehen davon war der Film ziemlicher Rotz. Ja, Popcorn-Dulli-Blödsinn hoch 10, aber naja, gut. Ich werde sehen, dass ich da irgendjemanden finde, der sich darüber freut. Und dann haben wir hier auch noch, original verpackt sogar, das ist aber die deutsche, ja. The Mac. Da freue ich mich wieder drüber. Dankeschön. Ja, war das, ist das sogar auf meiner Liste gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich gleich checken, meine Liste mal wieder, ob ich den darauf gelegt habe. Ich weiß gar nicht, gefiel mir der sehr gut, so gut, dass ich ihn direkt auf Liste gesetzt habe. Oder habe ich gedacht, ja, kann man sich mal Zeit mal holen. Ich habe ihn gar nicht auf Liste. Muss ich gleich mal nachchecken. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ja. Da freue ich mich aber. Das ist, ja, den kann man sich gut noch mal angucken. Da haben wir hier eine CD. Okay, kenne ich gar nicht. Ist das Deutschrock oder was? Soul Food, okay. Delirium Rock'n'Roll, Kopf oder Zahl? Von wann ist die? 2015, sagt mir nichts. Aber gut, ja, Deutschrock, wenn das irgendwie so ist, ich tippe mal auf eine der zahlreichen Onkels Kopien. Ne? Aber wenn es ordentlich gemacht ist, warum nicht? So, und jetzt haben wir hier noch eine ganze Batterie DVDs. Da gehen wir jetzt schön in der Reihe nach durch. Flutsch! Nee, ist auch noch eine Blu-ray. Okay, das ist überraschend. Sind ja noch einige Blu-rays dazwischen oder? Nö, das war's dann. Was ist das denn? Den kann ich ja nicht mal zeigen, den Film, muss ich so machen. Die Sklavinnen mit Möpse. Kenn ich nicht. Sieht aus, oh Gott. Uncut-Version. Von Jess Franco. Ja, ein weiterer Highlight, ein weiteres Highlight in meiner großen Jess Franco-Sammlung. Kommen wir zum nächsten Film. Komm her. Drive mit der Kaskus. Schöner Film. Leider die Laser Paradise Edition. Da ist ja noch mal eine FSK-Angabe drauf. Was ist da denn? Da ab 16. Ist der geschnitten oder was? Zum Glück habe ich den Film schon. Ich habe den Film schon. Alles gut. Dann nochmal Desperado. Ja, können wir ja mal den Schriftzug vergleichen. Nee, sieht anders aus. Ja, den habe ich halt schon, den Film. Was ist das denn hier? Ja, nee, okay, hab ich verguckt, sorry. So, ich habe dieses Double Feature. Ich habe dieses El Mariachi und die Desperado auf. Sind die auf einer CD oder sind da zwei CDs in der Mitte? Habe ich gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Gar nicht mehr im Kopf. Dann. Oh, den habe ich noch nicht. Da habe ich neulich mit jemandem drüber gesprochen. Ja, Getaway. Das ist das Remake zu einem Steve McQueen-Film. Habe ich nie gesehen. Weder das Original. Obwohl, das Original. Wie heißt der in Deutsch auch? Getaway? Ich habe da mit McQueen nämlich mal eine ganze Phase gehabt zu VHS-Zeiten. Da habe ich mir einiges von dem angeguckt. Fand das eigentlich auch alles ganz gut.
Kann sein, dass ich das Original doch gesehen habe. Ich weiß es aus dem Kopf jetzt gerade nicht. Ja, das ist jetzt das Remake. Gut. So, dann. Ghost Ship. Den habe ich schon in genau dieser Fassung. Dann. Schlappe Bullen beißen nicht. Habe ich schon in genau dieser Fassung. Dann. Return of the Living Dead 3. Habe ich auf Blu-ray. Brauche ich also auch nicht in dieser, was auch immer. Das habe ich noch nie gesehen, diese Fassung. Ich dachte auf den ersten Blick, er ist Ritter der Dämonen wegen dem Schriftzug. Wisst ihr, wie ich meine? Wer Ritter der Dämonen hat, weiß, was ich meine. So, dann. Jetzt muss ich mir ein bisschen hier umstellen, dass ich da besser rankomme. Der Tod steht dir gut. Da weiß ich gar nicht, habe ich den noch? Ich muss gleich mal gucken, ob ich den noch habe. Ich meine, ich habe den mal irgendwann dummerweise verkauft und mich da immer drüber geärgert. Ich glaube, das war so. Den muss ich gleich nochmal checken. Es gibt noch einen einzigen alten Bruce Willis-Film, den ich unheimlich, den ich noch nicht habe. Oder war das nur einer? Ja, ja, Hudson Hawk. Ich habe Hudson Hawk immer gut gefunden, habe ihn aber nie besessen, den Film. So, dann. Ja, der Dummschwätzer. Hab ich auch. Schon. Dann. Oh Gott. Der Prinz aus Zamunda. Ja, fand ich damals schon scheiße. Sorry, ist nur meine Meinung. Dann die Glücksritter. Hab's auch schon auf DVD. Dann Wishmaster. Da habe ich dieses Doppelfeature mit beiden Teilen in so einem. Ist das auch ein Mediabook oder ist das so ein Digi-Book, Digi-Pack, Ding. Dann haben wir Lake Placid. Den habe ich auch schon. Den habe ich sogar auf Blu-ray. Kann man sich eigentlich mal wieder geben, den Film. Kann ich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Dann haben wir Stopp oder meine Mami schießt. Habe ich auch schon. Jetzt muss ich mir einen neuen Stapel machen. Egal. Das fällt mir das gleich um. So irgendwie rutschig aus. Dann Blade Trinity. Ich habe die Blade-Teile alle drei auf Blu-ray. Und dann irgendwie eine Kinofassung steht sogar noch drauf. Okay. Jo. Blade 2. Und ich gehe mal davon aus, der nächste Griff ist dann auch Blade. Ah, genau. Blade 1. Jo. Die habe ich halt alle drei schon. So. Dann Van Damme mit Leon. Habe ich mittlerweile auch schon. Übrigens, ungeschnittene Version. Ja. Da müsste ich mir auch Spaß mal eigentlich den Fun machen und einfach mal einlegen, den Film. Genau diese DVD hier habe ich mir damals mit großer Freude gekauft. Weil ich den endlich haben wollte, den Film damals. Da gab es noch keine Blu-Rays. Ja, oder weiß ich nicht. Oder jedenfalls haben wir noch keine Blu-Rays gesammelt. Ja. Und ich kaufe mir diesen Film ganz freudig. Ja. Und werde hart von hinten genommen von den Drecksladen Laser Paradise, die einfach in diese Höhlen die FSK 16 Fassung gepackt haben, die sie selbst ja auch vermarkten, die aber keinen Schwanz gekauft hat, weil halt jeder weiß, der ist geschnitten. Und woran erkennt man das dann, wenn man den Film einlegt? Auf dem drauf steht FSK 18 und der das gleiche Cover hat, hier, ne, ungeschnittene Fassung, ja, haben sie einfach ein neues Labelprint drauf geballert, um die Scheiße, um die Dinger dann da, die im Presswerk wo noch hatten, loszuwerden. Direkt am Anfang wird von dem Helden der Bruder verbrannt. Und die Szene siehst du gleich, du siehst nicht, wie er verbrennt. Du siehst ganz krass, dass da ein Schnitt drin ist. Auch im Ton hörst du es. Ja. Da musst du gleich beschreiben, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Ich bin damit zurück zum DVD-Shop. Das war in Kiel, ein Laden, der ist mittlerweile zu, leider. War ein geiler Shop eigentlich. Und hab gesagt, hier, willst du mich verarschen? Das Ding ist, ne? Ja, kann ich ja nichts dafür, sagt er. Damit war er mit dem Ding durch, ne? Ich habe kein Geld nicht zurückbekommen. So, dann. Geballte Ladung, habe ich auch schon. Ne, muss ja dahin. So. Ein bisschen trennen, was ich schon habe und was nicht. Der Liquidator habe ich inzwischen auch schon. Muss ich aber auch nochmal angucken. Ich kann mich auch kaum an den Film erinnern. Ein Mann sieht rot, habe ich ebenfalls. Den ersten Teil. Species, habe ich beide Teile sogar. Na komm her. Friedhof der Kuscheltiere, klar, habe ich. Van Damme Maximum Risk, habe ich natürlich auch. Ja, Flucht nach Absalom, habe ich natürlich auch, klar. Einer der geilsten Actionfilme ever, finde ich sogar. Ja, außerdem einer der wenigen Filme in der Filmgeschichte, komplett mit männlichem Cast. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsfilme. Getriggert? Gut. Sagen wir hier, Volcano. Ja, das ist gut, den habe ich hier jetzt wieder. Dann habe ich Idioten nämlich verkauft. Ja. Und dann habe ich auf Blu-ray geschenkt bekommen und das war dann auch wieder so witzig. Ich mache die Blu-ray-Hülle auf, ja, ist eine DVD drin. Ah, ja. Jetzt habe ich ihn halt wieder auf DVD.
Angel Heart habe ich auf Blu-ray. Komm her. Rutsch weg, ey. Ich will nicht. Hitcher, der Highway Killer, genau die Edition habe ich. Der einzige Hitcher, der Highway Killer da draußen. Der einzige Hitcher, der Highway Killer. Oh, das ist geil. Ist der auch wirklich uncut? Jackie Chan, Hard to Die, der fehlt mir noch. Den habe ich noch nicht. Ne? Das ist ein geiler Film. Das ist mal nichts mit hier Humor und so. Ne? Soweit ich mich erinnere, war das ein todernster Cop-Film, oder? Irgendwas war damit. Und da ist noch diese Gebäude-Explosion, dieser fucking awesome Stunt drin. Ist das Ding offiziell? Was ist das für ein Label? Was ist das? Was steht da? Ach, Splendid, okay. Interactive, nicht Interactive. Interactive, okay. Interaktiv. Wo viele? Oh, ja, hier. Matrix. Ich habe natürlich die Matrix-Trilogie auf Blu-ray. Dieses schmale, wo alle drei drin sind. Was ist das? Die Todeskandidaten habe ich dann jetzt auch. Wieder oder nicht wieder. Ich habe davon die Blu-ray, aber die ist ja, wie sich herausstellt, nur ein Bootleg. Also ich stelle mir den dann wieder ins Regal wahrscheinlich. Danke. Ist gut. Sehr schön. Ach du Kacke, willst du mich verarschen? Harold und Maud. Nächster Film. Oh. Flashdance. Jetzt wird es aber hart hier, jetzt gegen Ende. Ein hartes Finale hier. Großartig, Duell habe ich auch schon. Der erste Steven Spielberg-Film. Meisterwerk für mich. Ja, ja, und Abyss. Den habe ich auch schon. Genau in der Fassung. Warum kommt dieser Film nicht vernünftig auf Blu-ray auf den Markt? Warum nicht Abyss? Ne? Jetzt mal ernsthaft als Sammler. Das ist ein großartig besetzter Blockbuster, tolle Effekte für seine Zeit. Oder gibt es den mittlerweile auf Blu-ray? Weiß ich gar nicht. Aber egal. Mein Vater nervt mich damit immer. Oder hat mich damit längere Zeit genervt. Inzwischen nicht mehr. Vielleicht gibt es den da mittlerweile auch. Ich weiß es nicht. So. Und jetzt sammelt er ja auch nicht mehr. Kommt ja auch noch dazu. So, dann muss ich jetzt mal kurz hier... Schlupp. So, also, Ausbeute. Er hätte auch ein kleinerer Karton gereicht. Spaß. So, da haben wir jetzt hier die Todeskandidaten, den ich jetzt wieder habe. Komm hier. Volcano, den ich jetzt wieder habe. Hard to Die. Da freue ich mich sehr drüber. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich den wieder habe oder ob ich den tatsächlich doch nicht verkauft habe. Ich muss gleich mal schauen. Den kenne ich ja noch nicht. Ja, so, aber gut. Das ist ja gute Action. Keine Ahnung. Ja, die Sklavinnen, was immer das denn ist. Eine Deutschrock-CD, Delirium, The Mac, da freue ich mich sehr drüber. Da kann man sich auch gut nochmal angucken. Und Schindlers Liste, den hatte ich ja auch noch nicht in der Sammlung. Kenne ich natürlich. Ich habe den tausendmal gesehen, den Film zu VHS-Zeiten. Den habe ich sogar im Kino gesehen, Schindlers Liste. Ja, ich war damals schon großer Liam Neeson-Fan, wirklich. Dank Darkman zum Beispiel. Und großartig, habe ich auch noch gar nicht, fällt mir dabei ein. Rob Roy. Ich fand den super, den Film. Kam ja, ich glaube, kurz nach Braveheart. Ich kann natürlich nicht mit Braveheart konkurrieren und mithalten. Aber es ist ein ordentlicher Film, finde ich eigentlich. Das ist schon das Finale, der Showdown. Der hätte ein bisschen knackiger sein können. Er kriegt da zu viel ab, finde ich. Er steckt da echt zu viel ein. Aber vielleicht war das ja auch, ich weiß nicht, ist eine geschichtliche Figur. Vielleicht war es ja auch wirklich so. Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Gut. Stefan, ich danke dir. Ja, wie gesagt, ich dachte mir schon, dass hier vieles doch im Dreifach ist. Ja, und das mit den Blu-Rays tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll jetzt. Ganz ehrlich. Ja. Weil die sind ja Originalton. Da wird sich auch keine Sau für interessieren, denke ich mal. Keine Ahnung. Wenn, denn ist das wirklich jemand, der Hardcore-Filmfan ist und da einen Fick drauf gibt, dass das Ding weder Cover hat, noch deutschen Ton. Ja, ich hab Filme in meinen Verkaufsvideos angeboten. Steht immer auf der scheiß Karton rum. In meinen Keller bringen. Hat sich erledigt, das Ding. Da, wo auch Originalton ist, wo ich halt eben sagte, ja, der hat O-Ton. Ja, hier, Monster, deutscher Titel ist Monster Buster. Monster Squad habe ich auf Blu-ray. Mit Hülle und allem drum und dran, aber eben nur Englisch. Ja, das will keiner haben. Ich auch nicht! So, wie gesagt, die Ausnahme, wo ich wirklich sage, ja, okay, das ist okay, wenn es in Englisch ist. Es ist wirklich ein Film, den es in Deutsch nicht gibt. Der nicht in Deutsch released wurde. Oder den es vielleicht nur in Deutsch auf VHS gab, aber der keinen deutschen DVD- und Blu-ray-Release bekommen hat. Das ist auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Aber so und vor allem ohne Cover, ey, das. Oh,
Da schüttelt es mein Sammlerherz dann doch. Ne? Gut. Aber ich bedanke mich trotzdem bei dir. Ja, sehr lieb, sehr schöne Geschenke dabei. Absolut klasse, da freue ich mich extrem drüber. Ne? Ja, wir haben halt, kriege ich die jetzt hier hochgehoben oder macht das denn Chaos? Ich bin jetzt mal ganz mutig. Das ist alles doppelt. Ja. Das ist halt schade. Ach so, ja. Und dann haben wir natürlich noch einen Brief, der festklebt. Das ist das Onkels Buch hier. Das ist natürlich auch geil. Und die beiden Becher hier natürlich, ne? Die werde ich dann einfach mal benutzen, wenn ich Besuch habe. Kann ich denen was zu trinken anbieten. Das war schön. Ich bin halt nicht. Ich bin Flaschenkind. Tut mir leid. Ich bin echt Flaschenkind. So. Das wisst ihr ja auch. So. Juti! Das sind wir durch mit dem Video. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Stefan. Sehr lieb und freundlich von dir. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ja, jetzt habe ich ja wieder einige Abos verloren, weil ich ja hier, ne, der Slane, das Arschloch, kriegt da ganz viele Sachen geschenkt und ist dann nur am Rummotzen, ne? Das ist vielleicht ein Drecksack, dem schenke ich nichts mehr. Ja, ist in Ordnung. Kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Da habe ich spare ich Platz. So, Spaß, ist nur Spaß. Ihr kennt mich ja, nee, die vielen kennen mich ja noch nicht, die gucken ja das erste Mal zu. Das muss ja geil sein, wenn jetzt jemand auf meinen Kanal kommt und dieses Video hier als erstes meine Videos sieht. Ja, oh, guck mal, der hat was geschenkt bekommen. Wer ist denn das? Ich guck mal, wie er sich darüber freut, was er geschenkt bekommt. Was soll ich hier mit? Was soll ich denn damit? Das habe ich alles schon und da ist keine Kamera drauf und das hat keiner einen Ton. Ja, der ist aber sympathisch, der Slane. Ja, das ist immer noch besser, als euch vorzulügen, ja, ich sei der elitärste YouTuber der Welt. Also gut. Viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell.